Herzlich willkommen zu diesem Part meines Destiny 2, die Hexenkönigin Let's Plays. In diesem Part werden wir mit den Guardian Games Freizeit-Playlisten anfangen und damit weiter geht's. Und was haben wir diesmal? Nessus. Also, wird's wahrscheinlich in der von ein paar verschiedenen Zwecks. Ja. Oder die invertierte Säule. Natürlich wird sie das. Eine kleine Warnung. Ja, die ich stelle Vertreter, was er gesagt. Aktivitäten auf der ganzen Planetkruste fest. Irgendwie ein Fehler, der ich mir am laufenden Band passiert. Das war die Rotlegion. Ja, bestimmt war das die Rotlegion. Ich bin was sonst. Die Kabale oder die Vex. Ich bin ja beides die, die am meisten mit dem Planet hier experimentieren. Wunderbar. Wer braucht schon Hilfe, wenn man das Ganze allein machen kann? Ich brauche hier niemanden, der mir mithilft. Okay, also ab weiter hier auf den Plattformen. Na. Es war jetzt momentan allgemein eher nicht ideal, hier so hochzunehmen, aber noch so etwas soll's. Also zumindest fühle ich mich jetzt gerade ideal dafür, aber egal. Nur mal so das kleine Vorwarnung, das sind könnte erstmal vielleicht Sachen hören kann hier in dem Part, die eher unangenehm sind. Finde ich zumindest nur, aber davon ab. Geht es ja bald nie gewohnt mit dem Strike weiter, indem wir uns hier durch die Kabale durchkämpfen und sowas. Also, das war so. Ich meine, durch dieser Koloss hier ist einfach gar keine Bedrohung. Jetzt merkt man mal, wie unnötig das hier ist, eigentlich den zu bekämpfen. Ich weiß ja nicht, was die hier vorhaben, aber die können ja mal hinterher kommen, wenn es denen passt. Letzten Endes macht es eh keinen Unterschied, weil ich am guten Schluss sowieso den ganzen Spaß hier allein aufräumen werde. Also entweder das oder es ist halt einfach so, wie es hier gerade läuft. So. Ab weiter hier durch. Dringe weiter vor. Na, wirklich. Ich dachte, man soll hier einfach umdrehen und einfach nichts machen. So, schön alle weggebombt und dann einfach weiter. Okay, das war jetzt nicht so sauber, aber noch jetzt. Reicht ja. In etwa so. Okay, nee, das war nicht so sauber. Gut. Ja. Hallo, danke. Ja, warte, was? Wo kommt das gerade her? Also ist doch jemand noch mit dabei. Wie nehme ich hier gerade so viel Schaden von so kleinen Gegnern? Naja, was soll's. Ab weiter. Ja, was soll hier sein? Wiedereinstieg eingeschränkt oder was? Ist auch nicht wirklich eine schlimme Sache. Na, ja, geh weiter. Ja, wirklich. Diese Ziele sind ach so mega unnötig eigentlich, aber na. Egal, kann man jetzt hier aber schon mal weitergehen. Hier kommt jetzt kein Panzer, ne? Passiert hier manchmal, dass man hier so einen Panzer bekommt. Oder doch? Also gibt das ja. Zu überleben ist für uns alle ein temporärer Zustand. Ach wirklich, Captain Obvious. Ich dachte, man überlebt irgendwie die ganze Zeit alles oder sowas und stirbt nie. Das ist selbst in dem Universum, wo man sich wiederbeleben kann, vollkommen unmöglich. Also, ja, selbst denn, ist das eigentlich komplett irrelevant. Okay, verfehlt. Noch so ein Ding. Und erstmal alle Schiffe weggebombt. Ja, wirklich. Kümmere dich um die Bohrer, wenn die Schießerei vorbei ist. Ja gut, nee, das hat jetzt eh nicht so wirklich getroffen. Eigentlich sowieso unnötig, das Ding hier zu benutzen, aber was soll's. So, hallo. Hier den Legionär da drin. Und den anderen weiß ich nicht, ob ich den ja schon erwischt habe. Scheint aber nicht so, wenn die da noch reingehen. Kleiner Hinweis, ich konnte eine massive Vex-Energiesignatur feststellen. Ach, hast du wirklich, hast du das? Woher wohl?
Also ab hier hoch. Ja, wirklich fabelhaft, ey. Ja, komm, wie ist das Nahkampfschild an denen vorbei? Na egal, extra Punkte. Ja, dankeschön. Abriss-Experte wieder am Start. Klassenprimus. Unterwegs hier aber auf Abriss-Experten-Maße. Das macht keinen Sinn, aber egal. Okay. Lorbeeren. Anderer Klassen. Braucht der Mensch. Ja. Und hier haben wir auch schon wieder nette Gesellschaft. Oder ich mach. Ja. Perfekt. So oft wie ich den Strike gespielt habe, muss ich eigentlich wissen, dass das hier passiert. Aber nein, ich renne lieber trotzdem noch mal da vorne raus, um davon wieder zerquetscht zu werden. Und das war schon wieder viel zu knapp gerade, aber ja. Komm, gönn dir. So, wie viel brauchen wir noch? 20%. Noch nicht mal, Bob. Ja. So, meine Lorbeeren. Und ab hier weiter. Hoffen wir mal, dass das Ding in die richtige Richtung startet. Sonst wird das ein. Ja, da passt schon. Hier, gönnt euch. Funktioniert wunderbar. Einfach eine Granate reinwerfen und die Mini-Viecher wegbomben. Eine super Strategie, die super simpel ist. Funktioniert zumindest bei Red Bars. Also von daher passt ja schon. Oder halt ebenso. Das geht natürlich auch. Warum habe ich jetzt hier so eine Lieder Aura? Der gesagt, seine leere Aura. Ja, stimmt ja. Bronzegrenzen überschritten. Wow. Vielen Dank. Das ist halt die Frage, inwiefern na hier Punkte braucht, um die Silbergrenze und die Goldgrenze zu überschreiten. Ich finde, wenn es das schon braucht, um überhaupt alleine auf Bronze zu kommen, ist halt die Frage, was ist Gold? Was brauchen wir für Gold? Wahrscheinlich einen höheren Multiplikator, nehme ich mal an. Entweder das oder halt schon zumindest mal gut mehr Punkte. Naja. Tut ja auch nicht zu sagen. So, komm, gönn dir. Vor allem, der ist jetzt schon fast tot. Was genau war das gerade für ein Ultra-Kill? Ja gut, das heißt Ultra-Kill, aber ja. Davon wird er sich nicht mehr erholen. Ja, super. Wir sind fertig. Ja. Und ein Whisper-Katalysator. Outbreak wäre besser, aber ja. Und zwar gut. Das musst du zugeben. So, was ist das hier? Du lebst in seinem Rucksack. Ja, wie auch immer, ab erstmal zum Turm. Also ab zu Savala, um das Gespräch hier abzuschließen. Und dann halt noch kurz ein paar Medaillen reinpacken. Ich bin jetzt letztendlich, wird es wahrscheinlich eh so laufen, dass die Warlocks gewinnen, wenn das so weitergeht, aber ja. Halb so wild. Letztendlich kümmern mich Siege nicht. Klassenprimus, gut gemacht, Hüter. Savala nickt dir ein Erkennen zu. Nachdem du jetzt im Bilde bist, kannst du dich mit gefährlichen Gegnern messen. Du solltest unter der Woche fleißig üben, rät er, denn an den Wochenenden wirst du hohe Punktzahlen erringen können, die dir Prämien und Buffs für die nächste Woche einbringen. Es gibt jede Woche eine neue Operation, um dich auf die Probe zu stellen, also wirst du genügend Zeit haben, deine Taktik vorzubereiten. Behalte deine Punktzahl im Auge, fügt er abschließend hinzu und zeigt dann den ganzen Turm, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Ja, also ab zu Evalamant jetzt nochmal. Mal sehen, mal sehen. Ja, komm, kannst du jetzt erstmal verschwinden, du Ding da. Also, Klassenprimus, sieht aus, als würdest du dich bei den diesjährigen Hüterspielen ordentlich reinhängen, sagt Eva anerkennend. Jetzt hab Spaß und verdiene Medaillons für deine Klasse und schnapp dir vielleicht auch ein paar freche Punkte für dich, frisch ein paar Punkte für dich selbst, fügt sie hinzu. Sie senkt verschwörerisch ihren Tonfall. Erzähl den anderen Hütern nichts davon, aber als ich das hier sah, habe ich gleich an dich gedacht. Sie übergibt dir eine schicke Waffe. Ich hoffe, sie passt zu dir. Zeig allen, was du drauf hast und hab Spaß. Der Titel. Naja.
Jetzt nicht gerade so eine übernice Waffe, aber egal. Und dann würde ich auch sagen, was ist das mit diesem Part? Also bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.